Was geht? Nicht viel. Hallo Enno. Na? Wie geht's? Ja, geht. Ich komme ja aus so einem Immigrantenstadt. Kennst du das nicht? Okay, warte. Das kennen alle. Kennst du nicht? Das ist das Originale. Das ist von 1976 oder so. Das wird auf jeder Hochzeit gespielt, genauso wie das hier. Hör mal. Kurden und die Araber, die machen das immer. Weil der Tacho zeigt ja 10 km/h zu wenig an. Du musst mal gucken hier, 50. Jetzt dann fahren wir 40. Das ist ja ein altes Auto, da zeigt er immer 10 extra zu wenig an. Jeder, der sich mit Autos auskennt, wird das bestätigen und wissen. Jetzt gibt es gleich ein Home-Outdoor-Training. Enno ist nicht so ganz fit und deswegen bleibt er kurz im Auto. Hier so ein Kreuz, da kannst du nämlich die Griffbreite bestimmen. Umso enger ist es mehr für den Trizeps, umso mehr für die Brust. So, und kannst du mal da zum Dach zeigen mit der Kamera? Da probiere ich jetzt mal dran, ob da gleich Klimmzüge gehen. Ja? Ja. Oder dir was zwischen die Beine hängen. Mit dem Gürtel, wenn du zu leicht bist, dann ist es schwerer. Haben deine Nachbarn auch schon mal gefragt, was du da machst? Nö, die Nachbarn haben meistens Angst vor mir. Dann sehen die noch Enno, dann ist vorbei. Ich mache jetzt Trizeps. Jetzt fange ich hier schon an zu schwitzen. Das ist wie Schrägbankdrücken. Und umso schräger, umso mehr ist das für die obere Brust und Schulter. Also können wir die noch eine Etage höher schräger machen. Und dann so. Kann ich jetzt die Hand aktivieren. Dann so. Kompressionsatmung, einatmen dabei, dass das gerade bleibt. Ganz wichtig in den Pausen ist schaukeln. Kennt ihr das früher? Als Jugendlicher oder so haben wir immer so gemacht. Und dann war die ein höher. Leider waren wir dann so als Jugendlicher so doof, dass wir die auch oben gelassen haben. Das ist natürlich bescheuert, weil Kinder dann nicht schaukeln können. So, aber mir wird trotzdem schwindelig. Gut. Achtung. So, jetzt machen wir noch mal eine Bauchübung. Eigentlich sollte das jeder nachmachen können. Kommen wir, weil wir gerade so schön dabei sind. Ja, das kann man jeden Tag machen. Das kann man jeden Tag machen, empfehle ich auch jeden Tag. Weil wenn er so weiter ist, wie wenn er am Sportstudio gegangen ist und nicht so weiter trainiert, dann wird er bald fett werden. Also die Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren und das Training aufstocken, das nicht reduzieren, jeden Tag. Also das ist mein Empfinden und meine Meinung. Die muss aber nicht richtig sein. Nimm mal die Eier bitte. So, jetzt kriegt ihr erstmal hier meine Knutschkuh, hier mein Fettsack, kriegt ihr erstmal was zu essen. Ich nehme Basepuder hier von GN, da könnt ihr übrigens sparen mit Matze 10 bei Gigas Nutrition. Nicht nur beim Basepulver, sondern eigentlich alles, was die anbieten, könnt ihr 10% sparen. Somit unterstützt ihr mich und den Enno. Enno kriegt vom Tierarzt kein Basepuder, aber noch ein Puder. Eigentlich soll er einen Teelöffel kriegen, aber es ist Enno. Was aber Enno kriegt, was ich auch kriege, Omega 3, da sparen wir nicht am falschen Ort, kriegt er auch 1 Gramm. Dann nehme ich auch was Großes. Ein Espresso, Süßstoff. Manchmal funktioniert das mit dem Kaffee irgendwie nicht. Da muss hier der Dampf raus. Das Mahlwerk kann man hier einstellen. Aber mal gucken jetzt, was da ist. Ich will einfach nur einen schönen Milchkaffee hier. Mit Milchschaum und so. Aber ich muss mal meine Brille holen. Ohne Brille bin ich ja blind wie ein Maulwurf. Hier sind sie. Und wie sehen sie aus? Sehen gut aus, wa? 25 Euro? So. Habe ich ein Schnäppchen gemacht. Ich bin nämlich Schnäppchenjäger. So, da habe ich das mal kurz gesagt. Habe ich mir gerade einen Schnitt eingetreten. Obwohl ich hier sauber gemacht habe. Guck mal, da wo der schwarze Punkt war vor allen Dingen. Habe ich aufgeschnitten mit einem Rasiermesser und wirklich kam da eine riesen Eiterblase und jetzt tut es auch nicht mehr weh. Zweiter Versuch.
Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja, da müsste ich ja verdursten. Irgendwas stimmt ja da nicht. Wie das der Kaffee? Wie im, der Fluss hier in Afrika, wo die zusammenlaufen. Bisschen stark. Da dreimal Espresso rein, jetzt weiß ich, warum bei Cappuccino da nur so ein bisschen, dann schmeckt er optimal. Also das ist zu viel. Da für Leute mit Herzschrittmacher ist das nichts. Tschüss. Hier, der Postmann war da. Timberland, festes Schuhwerk, gut zum Wandern. Da ich ja öfters in den Bergen bin jetzt neuerdings, habe ich gedacht, muss ich mir mal anständiges, festes Schuhwerk holen. Ja, und die sind gut. Schon sehr schwer, könnte gefährlich sein. Das ist wirklich gefährlich. So, aber man sieht, wie die in die Schultern gehen, oder? Zeige ich euch noch was anderes. So, das ist Nummer 1. Schulter. Du kannst das Ganze ein bisschen schwieriger machen, indem du das dann so machst. Kannst du so machen noch. Oder so, die vordere Schulter. So, das geht. Und dann kannst du damit auch so Bizeps machen. Man sieht auch ein bisschen, wenn man sich konzentriert, kann man auch da mal einen Pump reinkriegen. Kickbacks. So. Kannst du so machen und dann so. Also das geht. Praktisch. So kannst du dann auch das Bein trainieren. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Rutschen war früher meine Lieblingsbeschäftigung. Da musste man früher mal anstehen. Jetzt als großer... Ich freue mich nicht mehr anstehen, lassen mich alle vor.